Die Nacht der Lichter ist also im Augenblick unsere schönste Jugendveranstaltung, die wir in Magdeburg anbieten für die ganze Stadt. Das ist eine Möglichkeit, wo ich denke, der Dom durch seine Aura, durch sein Geheimnis, durch seine Größe und seine Majestät nochmal sprechen kann zu Jugendlichen, wie es kein anderes Gebäude tun. Da setzen wir bewusst den Dom mit seinen Möglichkeiten ein, mit Licht, mit Klang, mit Dunkelheit, mit Raum. Und das ist, denke ich, gerade eine Chance, dass man Jugendliche mit etwas begeistern kann, was es so nirgendwo anders gibt. Also er ist ja auch so schlicht und man kann schon fast sagen trist und kahl, aber das ist er irgendwie dann doch nicht. Also katholische Kirchen, die sind meist ganz prunkvoll und Gold und überall blitzt es. Das ist der Dom ja gar nicht. Also wenn man in den Dom geht, hat man sowieso immer so ein Gefühl, als wenn auf einmal jemand so die Hand über einen hält. Also das machen, glaube ich, viele. Wenn es einmal nicht so gut geht, dann geht man halt mal in den Dom oder so und man fühlt sich dann gleich viel besser. Magdeburg blickt zurück auf 12 Jahrhunderte bewegte Geschichte. Der Dom ist sein geschichtsträchtiges Wahrzeichen. Nur noch wenige Bauten erinnern an den Glanz der mittelalterlichen und barocken Bebauung. Nach den furchtbaren Zerstörungen durch die angloamerikanischen Bomben 1945 stand in der Folge nicht der Wiederaufbau, sondern die Neugestaltung im Vordergrund. Eine sozialistische Musterstadt sollte entstehen. In der Nachwendezeit füllten Kaufzentren und Banken die verbliebenen Lücken. Es wurde aber auch vieles liebevoll und fachmännisch wiederhergestellt und Neues entstand. Hier zum Beispiel der höchste Holzturm der Welt. Magdeburg war ein Zentrum der Reformation. Es gilt als Hort des Protestantismus. Die erste evangelische Predigt im Dom, dem Machtzentrum des alten Glaubens, wurde relativ spät, im Jahre 1567, gehalten. Als 1631 die kaiserlichen Truppen unter Tilly die Stadt stürmten und plünderten, konnten sich 4000 Magdeburger im Dom retten. Heute zählt die Domgemeinde knapp 1000 Mitglieder, ältere, aber auch viele junge Menschen. Junge Menschen zögern nicht lange, wenn sie etwas Neues entdecken wollen. Andere staunen, dass man im Dom nicht nur betet und singt.
sondern auch ganz gut beisammen sitzen und plaudern kann. Und die Kinder sind mit sich und ihren kleinen Kunstwerken beschäftigt, die gelegentlich sogar Kaufinteressenten finden. Wir begrüßen als Domgemeinde besonders die benachbarte katholische St. Sebastiansgemeinde, die mir eben schon verraten hat, sie brauchten gar nicht beim ökumenischen Tauziehen anzutreten. Die Niederlage wäre vorprogrammiert, aber das kriegen wir schon, das teilen wir gut auf. Ich bin hier in den Dom reingekommen und ich habe die Statue von Mauritius, die seit über 1000 Jahren hier drin steht, gesehen. Und es war sofort eine Inspiration. Und von daher kam die Idee, dann habe ich irgendwann festgestellt, alle die Ausländer, Asylbewerber, die hier sind, die sind wie Mauritius wieder Fleisch geworden und sind jetzt unter uns. Aber jetzt ist Zeit, ins Bett zu gehen, ha? Kannst du mir noch die Geschichte von Mauritius erzählen? Von Mauritius? Ja. Na gut. Er holte sich Soldaten in sein Reich. Kerle, groß und stark wie Bäume und schwarz wie Ebenholz zugleich. Äthiopier und Ägypter, sie waren die Elite. Spezialisten für den Kampf. Sie kamen und holen römische Kastanien aus Feuern, Fremd und Unbekannt. Verdammte Reiter, was hat sie getan? Der Befehl des römischen Hauptmannes wird nicht befolgt. Mauritius weigert sich, mit seinen Soldaten die unschuldigen Menschen zu töten, nur weil sie Christen sind. Solch tapferes Verhalten findet bei den Magdeburgern Beifall. Der Magdeburger Dom ist der älteste gotische Sakralbau auf deutschem Boden. Nach dem großen Stadtbrand 1207 wurde nur zwei Jahre später der Grundstein fast an der gleichen Stelle gelegt, an der die prachtvolle Kaiserpfalz Otto I. gestanden hatte. Meter ist der Dom lang. Die Türme messen 101 Meter in der Höhe. Für den Dombau brauchte man mehr als 300 Jahre. Die Türme waren erst 1520 fertig. Diese Gerüste werden in ein paar Monaten auch noch fallen. Das Alter sieht man den Mauern schon an, aber bei den Besuchern spielt das Alter gar keine Rolle. Hier stehen die Originalskulpturen des heiligen Mauritius und daneben der heiligen Katharina aus dem Jahre 1515. Sie schmückten früher das Nordportal. Die Kinder kennen die Schutzpatrone schon recht gut. Besonders, wenn man selbst den Namen Moritz trägt. Der Dom ist ja so groß und hoch, nicht nur für die Kleinen. Denn die Gewölbehöhe im Mittelschiff beträgt schließlich 32 Meter. Der Lettner diente in der Zeit bis zur Reformation als Chorschranke. Von der kleinen Kanzel oben wurde das Wort Gottes verlesen. Das heilige Abendmahl bereiteten die Geistlichen auf dem Hochaltar hinter dem Lettner. Doch den Laien war der Zutritt verwehrt. Sie erhielten unter dem Kreuzigungsrelief lediglich die gesegneten Oblaten. Der Kelch mit dem geheiligten Wein als Sinnbild des Blutes Christi wurde ihnen nicht gereicht. Dafür aber diese beeindruckende bildliche Darstellung gezeigt.
Dies weist auf seine Bestimmung als Kommunionaltar hin. Der hochgotische Lettner mit seinen geschweiften Spitzbögen und seiner reich dekorierten Architektur, der um 1450 errichtet wurde, ist mit einer Vielzahl von Heiligenfiguren bestückt. Im hohen Chor finden Gottesdienste, Hochzeiten und andere feierliche Zeremonien statt. Heute ein ökumenischer Gottesdienst mit der benachbarten katholischen St. Sebastiansgemeinde. Wenn der Domherr aus der Klausur vom Kreuzgang in den Dom eintrat, begegnete er als erstes dem freundlich forschenden Blick einer Maria mit dem Jesuskind. Auch die Kinder fühlen die warme Ausstrahlung. Es wird überliefert, dass das Standbild früher ein braunes Gesicht hatte. Diese Maria wurde auch als wundertätige Madonna verehrt. Um 1498 hat Erzbischof Ernst von Sachsen diesen Raum zwischen den Türmen als Grabkapelle für sich selbst eingerichtet. Die von ihm bestellte Bronzetumba ist eines der bedeutendsten Werke aus der berühmten Gießhütte Peter Fischers des Älteren in Nürnberg. An den Ecken der Platte wachen Löwen. An den Seiten der Tumba die 12 Apostel und verschiedene Wappen. Evangelistensymbole an den vier Ecken. Ernst ließ 1493 alle Juden aus der Stadt weisen. Dieses Spottbild ist ein frühes Zeugnis mittelalterlicher Judenverfolgungen. Und auch hier eindrucksvolle allegorische Darstellungen. Eine Alabasterstatue des heiligen Mauritius von 1467. Gestaltung und Material zeigen Elemente der frühen Renaissance. Der Bronzeleuchter inschriftlich aus dem Jahre 1494. Erzbischof Ernst hat seine Tumba genau in die Achse zur letzten Ruhestätte seines großen Vorbilds gelegt.
hier stehen wir am Beginn der eigentlichen deutschen Geschichte. Der Sarkophag Otto des Ersten, gestorben 973 in seiner Originalform mit antiker Marmordeckplatte. Die lateinische Bronzeschrift wurde 1936 neu gegossen. Otto der Große. Otto der Große. Warum liegt denn der hier? Das ist ja sein Grab, ne? Der ist da ja wirklich drin begraben. Ja, Buchstaben. Du erkennst viele Buchstaben, nein, ne? Buchstaben-Salat. Das könnten wir jetzt gar nicht so auf Anhieb. Buchstabensalat. Buchstabensalat, genau. Und hat auch eine Frau. Die hieß Editha. Und die werden wir auch nachher noch kennenlernen. Da gibt es auch hier noch eine Darstellung. Erzbischof Ernst und der Magdeburger Klerus ließen um 1500 über der originalen Grabstätte in der romanischen Krypta das Kenotaph für Editha errichten. An den Seiten des Grabmals sind Heiligenfiguren angebracht. Unter ihnen auch die der zweiten Gemahlin Ottos, der heiligen Adelheid von Burgund. Die Grabungen im Jahre 1926 förderten die Fundamente der alten romanischen Krypta zutage. Hier waren ursprünglich auch die Ruhestätten Ottos des Ersten und seiner Gemahlin Editha. Die Schmuckfliesen auf dem Boden sind vermutlich mediterraner Herkunft. Junge Gesichter im Domchor, der auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurückblicken kann. Der Chor besteht derzeit aus 80 aktiven Sängerinnen und Sängern, Schulkindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Mehrere Proben in der Woche, viel Zeit für andere Hobbys bleibt den Sängern meist nicht. Konzertreisen führten zu Anerkennung über die Grenzen Sachsen-Anhalts hinaus und auch bis ins Ausland. Es macht viel, viel Freude auch und ich freue mich über die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, dass hier eine lange und gute Tradition hat. Der Domchor gestaltet die Gottesdienste der Domgemeinde und bringt regelmäßig Konzerte zu Gehör. Und alle Jahre wieder ist das Weihnachtssingen im Dom ein beliebter Anziehungspunkt. Also es ist natürlich eine wunderschöne Sache und ich bin auch jedes Jahr begeistert. Ich denke, wir machen es wirklich schön und wir müssen es auch, das ist unsere finanzielle Grundlage für das Jahr. Die Magdeburger kommen und frieren mit Begeisterung in großen Scharen. Heute ist ein besonderer Festgottesdienst. Der Johanniterorden hat seit langem gute und fruchtbringende Bindungen an den Magdeburger Dom. Liebe Gemeinde, heute am 17. Sonntag in der Trinitatiszeit feiern wir unseren Gottesdienst im Dom gemeinsam mit der Provinzialsächsischen Genossenschaft des Johanniterordens. Denn der Wochenspruch sagt heute, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ein wahrhaft ritterliches Thema.
für Kinder faszinierend, im großen Dom ein kleiner Dom. Mit vielen spannenden Einblicken. Habt ihr denn schon eine Vorstellung, Mann und Frau? Wir hatten da hinten den Otto. Nathalie? Die Frau könnte Editha sein. Hab ich erzählt, wohin die erste Frau? Das nimmt man nämlich an, dass das die Editha ist. Und Caroline? Und Otto. Und Otto, der Mann dann dazu. Hier fühlt man sich gleich viel größer. Die kleine Kapelle aus dem 13. Jahrhundert. Manchmal auch als Heilig-Grab-Kapelle bezeichnet. Die ältere Magdeburger Überlieferung sieht hier Kaiser Otto mit seiner Gemahlin Editha. Die neuere kunstgeschichtliche Forschung, das himmlische Brautpaar. Christus als Weltenherrscher und Ecclesia, die Kirche. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nimm hin, Gottes guten Geist, der wird dich bewahren zum ewigen Leben. Friede sei mit dir. Amen. Da tauft der Pastor ein Kind und dann macht er auf die Stirn von dem Kind ein Kreuz. Und dann gehört das mit zur Gemeinde. Das ist es, genau, das hast du ganz toll beschrieben. Dann gehört man mit zur Gemeinde, dann ist man ein Christ. Nein, jetzt ist kein Wasser drin. Nee, dann, wenn wir taufen, jetzt ist doch kein Wasser drin, genau. Ja, aber jetzt haben wir nämlich Winter. Und im Winter wird hier keiner getauft. Dann werden die Kinder nämlich im Remser, wo es warm ist. Kennt ihr denn jemanden, der hier getauft wurde? Oder seid ihr hier sogar selber getauft? Ich weiß es, Philippa, kennst du jemanden? Max wurde hier getauft. Und Josie? Ich wurde hier selber getauft. Du wurdest hier sogar selber getauft? Klasse, ist das sogar deine Gemeinde hier, der Dom? Ich wurde hier auch selber getauft. Du wurdest sogar hier auch getauft. Der große Taufstein ist beeindruckend in seiner schlichten Monumentalität. Otto I. hat ihn aus Italien herbeigeschafft. Roter ägyptischer Porphyr auf zweistufigem achteckigen Podest. Der Fuß stammt aus dem 16. Jahrhundert. Im hohen Chor an der Ostseite steht der Hochaltar, monumental und schlicht zugleich. Er ist aus jaspisartigem böhmischen Marmor gefertigt und wurde 1363 geweiht. Der Osterleuchter aus Marmor aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Die antiken Säulenschäfte aus Porphyr, Marmor und Granit, zum Teil mit originalen Kapitellen, stammen aus Ravenna, der späten römischen Kaiserstadt. Otto hatte sie für den Bau seines Domes herausbrechen und abtransportieren lassen. Nach der Zerstörung des ottonischen Domes wurden sie für den hohen Chor im neuen Dom und im Remter verwendet. Auf den Säulen große Standbilder von Aposteln und Heiligen. Alle auf ihren hockenden Verfolgern und Peinigern stehend. Die drei großen Heiligenstandbilder der nördlichen Seite von guter künstlerischer Qualität, wohl unter französischem Einfluss entstanden. Die der südlichen Seite befremdlich starr und roh von ungeschlachten Verhältnissen und wohl auch jüngeren Datums. In den Nischen ansprechende Reliefs und unterschiedliche Figuren.
Der nach 1232 entstandene Bischofsgang ist ein gutes Beispiel für den Übergang von der spätromanischen Freude am dekorativ gegliederten Raum zu gotischer Klarheit und lichtvoller Harmonie. Alabasterstandbild des Schmerzensmannes, Mitte des 15. Jahrhunderts. Halbkreisförmige Altarnische mit rheinischer Akanthusrahmung. Die Pietà hat nun ihren Platz im südlichen Chorumgang gefunden. Für die Baulast ist die Domstiftung verantwortlich, für das Interieur die Domgemeinde. Aber was es so dazwischen gibt an Kunstwerkrestaurierung, an Ausstattungsfragen, die beide nicht leisten dürfen oder leisten können, hierfür ist der Domförderverein eine Instanz, wo wir Menschen zusammengesammelt haben, die den Dom auf diese Art und Weise unterstützen möchten. Einzelne Kunstwerke, die stehen an der großen Liste, die restauriert werden müssten und können nicht, weil andere Sachen bei Baumaßnahmen prioritär sind. Nehmen wir mal das Beispiel, was wir hier hinter uns sehen, das Epitaph vom Domprediger Barke. Dieses bestand aus einer zerbrochenen unteren Leiste und einer schwer beschädigten Büste, lange vernachlässigt herumgestanden, obwohl Barke im Dreißigjährigen Krieg einer der bedeutendsten Domprediger war und durch seinen Kniefall das Leben vieler Magdeburger unter Tilly gerettet hat. Als eine der nächsten Projekte werden wir die Madonna, die neben der Kanzel angebracht ist, die sogenannte Mondsichel-Madonna, restaurieren. Hier haben wir auch schon einen großen Sponsor gewonnen, der interessiert ist, hier Gelder für einzubringen. Die Kanzel wurde zwischen 1595 und 1597 von Christoph Kapub aus Nordhausen geschaffen. Im Wesentlichen aus Alabaster, die Sandsteinteile von Sebastian Erdle aus Überlingen. Als Tragefigur Paulus, stark und schwertbewaffnet, doch das Kanzelgewicht durch ein Kissen gemildert. Insgesamt ein Spätrenaissance-Kunstwerk von höchstem Rang. Szenische Reliefs an der Treppenbrüstung, Erschaffung der Eva, Sündenfall und Sintflut. Und diese Geschichte, kennst du die? Ja. Was ist denn das? Die Arche Noah. Da hinten ist die Arche Noah, genau. Und Tiere sind da auch mit drauf gekommen. Und immer nur eins? Eine Frau und ein Mann. Warum hat er denn Frau und einen Mann mitgenommen? Hat er nicht zwei Frauen mitgenommen, Caroline? Weil sie dann wieder Kinder kriegen. Genau, dann wäre nämlich Schluss gewesen. Und so hat Gott sich das gut überlegt. Er hat von jedem Tier wenigstens ein paar. Hinter dem östlichen Kreuzgang liegt der Eingang zum Remter, ursprünglich zum Kreuzgang geöffnet. Vor zwei Jochen der Ostwand des Remters die Marienkapelle mit der Retabel des Elisabethaltars aus dem Jahre 1360. Reste der frühen romanischen Chorschranke mit Seligpreisungen. An die Marienkapelle grenzt südlich die kleine, vom Dechanten Johann von Redekin gestiftete Kapelle mit schlichtem Kreuzgratgewölbe und bemerkenswerten Fresken an.
Giebelfreske im Remter. Die Säulen aus dem ottonischen Dom. Kirche als Gemeinschaft von Kirchen, die Kirchenprovinz Thüringen und die Bekenntnisfrage. Landesbischof Axel Nowak spricht auf der Synode über die Vereinigung der evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen mit der evangelisch-lutherischen Kirche in Thüringen und von der Vision einer starken evangelischen Kirche für die Menschen in dieser Region. Und ich glaube, wir haben auch die Aufgabe, uns der Frage zu stellen, die ja immer mal so gesagt wird, mit Thüringen geht denn das? Die sind doch lutherisch. Zum Magdeburger Dom gehören seine Dombläser. Mit den ganz Jungen vor allem, die noch etwas zaghafter herangehen, aber bei den Kennern gut ankommen, während die kleinen Zuhörer sich erst daran gewöhnen müssen. Und mit den bereits Versierten, die auch schon mal mit einem schmissigen Medley aufwarten. Wie hier bei einer kleinen musikalischen Weltreise im Remter, die bei den Magdeburgern viel Beifall bekommen. Im unteren Chorumgang, in hochromanischer Strenge mit ornamentalen Ritzungen auf dem Gewande, die Grabplatte des Erzbischofs Friedrich von Wettin, gestorben 1152, aus dem ottonischen Dom. Der Dornauszieher mit dem Bischofsstab im Nacken ist ein Gleichnis des Kampfes der Kirche gegen das Heidentum. Nur 40 Jahre später, im Jahre 1192, starb Erzbischof Wichmann von Seeburg und an seiner Bronzegrabplatte, ebenfalls aus dem Dom Otto des Ersten, erkennt man die Einflüsse der Spätromanik. So die Details, die sieht man meistens gar nicht so richtig. Ja. Also so die prägenden Sachen vom Dom, Taufstein und Mauritius und Katharina und so, das weiß man irgendwann mit der Zeit. Aber so die Details, die kriegt man dann immer erst nach und nach mit. Auf Wichmann geht der erste Entwurf des Magdeburger Stadtrechtes zurück. Eine Rechtsgrundlage, die für viele Städte noch jahrhundertelang Allgemeingültigkeit besaß. Grabplatte des Erzbischofs Otto von Hessen, gestorben 1361, aus Sandstein. Eine eindrucksvolle, offenbar wirklichkeitsnahe Darstellung. Der Dom weist eine staatliche Reihe von Epitaphen protestantischer Stiftsherren auf. Hier das Standepitaph des Domherrn Levin von der Schulenburg aus der Spätrenaissance. Die um 1250 geschaffenen Figuren der 10 Brautjungfern bilden den berühmtesten Bilderzyklus des Magdeburger Doms.
Die Deutung sieht in dem Bräutigam Christus selbst und in der Hochzeit ein Sinnbild für das Leben mit Gott. Die klugen Jungfrauen sind gut vorbereitet für das Hochzeitsfest. Die Törichten hingegen haben noch nicht einmal das Öl für ihre Lampen. Das Chorgestühl wurde vermutlich zur Weihe des Domes 1363 fertiggestellt. Hier oben Propheten aus dem Alten Testament. Aber wissen Sie, was bis in unsere heutige Zeit so wirklichkeitsnah und wirklichkeitsecht ist? Der Vater Josef schläft, erschöpft von der anstrengenden Geburt. Und da weiß ich, wovon ich rede. Ich habe 3 Jungs zur Welt gebracht. Mein Mann war nach den Geburten immer der Erschöpfteste. Und darum berührt mich auch dieses Bild so ganz besonders und intensiv. Und ich denke einmal, in einem so altehrwürdigen Dom so etwas Lebensechtes, Lebensnahes zu finden, ist doch etwas ganz Besonderes. Und ich denke einmal, was vor Hunderten von Jahren war, ist heute noch so und wird in Hunderten von Jahren auch noch so sein. Die Misericordien unter den Klappsitzen tragen eine Fülle von humorvollen, teils derben Bildern, die mit ernstem Hintergrund die Domherren an ein gottgefälliges Leben gemahnen sollten. Die Verkündigungsgruppe im Chorumgang in einer modernen Zusammenstellung. Ein kleiner Engel als Bote, vom Kopftypus den Jungfrauen des Nordportals verwandt. Und Maria von hohem künstlerischen Rang. Die Kapitelle des Chorumganges gehören zu den besten Schöpfungen spätromanischer Bildhauerkunst überhaupt. In den dämonischen Figuren wirkt noch der alte Glaube, böse Mächte, die den Raum und die Menschen bedrohen, abzuschrecken. Die hohe Qualität der Kapitelle zeigt sich in eindrucksvoller figürlicher Sprache. Fruchtbare Begegnung heimisch-sächsischer mit rheinischer und französischer Schule. Ja, also ich habe gerade den Domküster gefragt. Und er meinte, das ist ein Elefant, der aus Jerusalem den Schaubrottisch wegträgt. Und zwar haben die Römer Jerusalem erobert und da haben sie unter anderem den Schaubrottisch weggetragen, also entwendet sozusagen, ja, 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 der Stadt. Ja. Und außerdem noch den Menorah, ja, schlechthin, also genau den ja, siebenarmigen Leuchter, der ja nun auch sehr bedeutend ist. Und ja, ich glaube, das war ungefähr 70 nach Christus. Also, was ist denn das da oben? Da, dieser kleine Mann, der trägt die ganze Säule. Ja, ich denke, also ich glaube, das ist der Dombaumeister. Ja, ja, na klar. Ja, ich glaube, der heißt Bohnensack oder so. Aha. Ja, kann das sein? Das ist der Dombaumeister. Ja klar, auf der anderen Seite ist keiner, es dürfte ja nur er sein. Und das Lustige ist, ich glaube, ja genau, mein Vater hat vor ein paar Jahren in so einem Stück mitgespielt hier im Dom und der hat den gespielt, Herrn Bohnensack. Das ja, ist ja nicht zu passen. Ja. Ja. Also dann bist du Eva Bohnensack. Ja, im Prinzip bin ich Eva Bohnensack, die Tochter des Dombaumeisters. Ja, na dann hast du eine echt gute Verbindung zum Dom hier. Ja, das ist ja na, sowieso ja, ja. Ihr Mädchen, ich will nicht singen, eure Tauben nur. Sie als Lied hab ich vergraben, in meinen Ohren los. Ich halte meine Augen offen, durch die Stadt offen. In die Hand hat Gott versprochen,
ist besser? 17:45? Ja, ich würde das. Da kann ich da nicht mitkommen und nächsten Mittwoch nicht mitdiskutieren, weil ich um 18 Uhr den Friedensdekanengottesdienst Orgel spielen muss. Die junge Gemeinde mit Domprediger Quast beim regelmäßigen Treffen im Gemeindehaus. Es ist mal was anderes. Ich meine, wie Sie schon sagten, vom Fernseher hängen und im Park spazieren gehen, das kann jeder. Aber das hier ist halt eine Sache, die uns Spaß macht. Ja. Und es sind auch halt Leute da, mit denen ich mich gut verstehe. Ja. Tja, so macht's auch Spaß. Der Entschluss, hier reinzukommen in die junge Gemeinde, so wie auch hier in der Domgemeinde, hatte nichts mit meiner Mutter zu tun. Ja. Das war alles freiwillig. Ja, und was sagt jetzt die Mutter dazu, dass du da am Sonntag oder auch sonst hier in der Woche hergehst? Die sieht es inzwischen schon als völlig normal an. Die ist weder überrascht noch sagt irgendwas. Also manchmal kommt es auch selbst hierher, dann kann ich sie auch mal bewirten. Das macht auch Spaß. Ja. Meine Freundin hat dann gesagt, dass er hier mit an den Dom gehen, weil es hier so schön ist, und dann bin ich hier mit reden. Sag mal, wie heißt du? Gabriel. Und wie heißt du? Mariam. Als ich klein war, habe ich diese Geschichte gehört von Bibel und mein Wunsch war so, wenn ich Kinder kriege, ich nenne Engel Gabriel und Maria. Also ja, hat geklappt. Es hat geklappt. Nicht nur bei ihm, sondern auch bei den vielen jungen Familien, die immer wieder gerne im Dom sind. Am 16. Januar 1945 wurde Magdeburg durch Bomben der Alliierten schwer zerstört. Auch der Dom erlitt starke Schäden. Am Barlach-Denkmal finden regelmäßig Friedensgebete statt. Wir beginnen unser Gebet um Frieden und Versöhnung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger, wir sind zusammengekommen, um der Zerstörung unserer Heimatstadt im Zweiten Weltkrieg zu gedenken. Die letzten Lücken im Stadtbild schließen sich. Die Johanneskirche erhält wieder ihre zweite Turmspitze. Die großen Freiflächen sind mit Konsumtempeln und Banken bebaut. Der Dom erhält demnächst seine zerstörte Orgel wieder. Das Unwiederbringliche sind auch die Werte und Denkmäler, die vielen Kirchen, die Magdeburg den Namen Stadt der vielen Türme verliehen haben, der breite Weg als schönste Barockstraße Deutschlands, die großen bürgerlichen Wohnviertel. Das alles kommt nicht wieder zurück. Wir werden damit leben müssen, dass unsere Heimatstadt niemals so bleibt, wie sie war, wie sie ist und wie sie uns am liebsten erscheint. Deswegen kommen wir heute zum Gebet zusammen unter dem Schutzdach der Kirche in den uralten Mauern des Domes, der noch jede Zerstörung überstanden hat, um nach dem zu fragen, was bleibt, was trägt und was nicht vergeht. Wir wollen beten und Gottes Wort hören und uns neu rufen lassen. Unser Christsein, unsere Mitmenschlichkeit, unsere Nächstenliebe und unsere Friedensliebe so zu leben, dass kein 16. Januar mehr uns und andere bedroht. Nach der Beseitigung der Kriegsschäden am Dom konnten ab 1955 wieder Gottesdienste abgehalten werden. 1989 fanden im Dom regelmäßig Friedensgebete und politische Foren zur gesellschaftlichen Erneuerung statt, die anschließend zu Demonstrationen Zehntausender Magdeburger führten. Jede politische Situation erfordert ihre eigene Wirklichkeit. Tillys Situation 1631 erforderte, dass man auf die Knie ging und den Eroberer um Gnade bat, damit die letzten 4000 im Dom überleben konnten. Herbst 89 erforderte gerade nicht, dass man in die Knie ging, sondern den aufrechten Gang übte, damit die 4000 im Dom überleben konnten. Und trotzdem ist beides eine Wirklichkeit und ein Schutzdach, unter dem wir gestanden haben. Ein Schutzdach,
auch für die Kleinen, die im Dom betreut werden, wenn die Eltern am Gottesdienst teilnehmen. Wenn es im Dom große Feste gibt, sind die Kinder natürlich dabei und fühlen sich offensichtlich wohl. Wobei ein kleiner Magen gar nicht alles verkraften kann, was die großen Augen an Leckereien sehen. Bei den größeren ist der Kuchen allerdings bald weg. Bis auf den Anstandsrest. Doch nicht der Kuchen lockt die junge Gemeinde in den Dom, sondern das gute Gefühl, gemeinsam Sinnvolles zu unternehmen. Den Dom selber sprechen lassen, wie nur er sprechen kann, das ist das, was ihn einmalig macht. Und das spüren dann auch Jugendliche sehr genau. Ob man nun schon in jungen Jahren eine spätere Karriere im Chor vorbereitet oder sein Instrument so zu beherrschen lernt, dass es für andere zur Freude wird. Und am Schluss sogar das schmale Chorbudget etwas aufbessert. Junges Leben in unserer heutigen Welt ist nicht eindimensional. Jugendliche suchen die Nähe Gleichgesinnter und einen Sinn hinter dem, was sie gemeinsam bewegt. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan, heißt es in der Bergpredigt Jesu. Ich denke, alles Rationale ist durchschaubar und ist am letzten Ende auch leer. Wenn man alles erklären kann und nichts mehr bleibt, was sozusagen unsere Fantasie, unsere Sehnsucht beflügelt, dann gehen wir leer aus und wir leben in einer sehr machbaren Welt, in einer sehr vordergründigen Welt. Ich glaube, da ist die Sehnsucht nach dem ganz anderen. Diese Sehnsucht ist aufzunehmen von uns und wir können sie, denke ich, mit so einem klassischen Gebäude gut bedienen, ohne Jugendliche zu verführen oder in irgendeine unmögliche Richtung zu bringen. Bischofsgang, da war ganz hinten noch eine Kerze, die hat noch gebrannt. Und wir hatten die abends um 22 Uhr angezündet und morgens um 7:30 brannte die also immer noch. Ich habe die anderen dann gerufen, kommt mal her, ihr müsst das unbedingt euch angucken. Und die haben mir das nicht geglaubt. Und ich gesagt, nee, ich habe die nicht angezündet, ich war das nicht, die brannte schon. Die Latte, die